Hallo, liebe Fanwelt, liebe Fanfreunde. Ich habe noch mal eben in den Briefkasten geguckt. Und was sehe ich da? Der Postbote war fleißig heute. Ich habe noch etwas geschenkt gekriegt. Und das ist die 3-Fragezeichen-CD und die verlorene Zeit, Folge 215. Die soll ja sehr umstritten sein. Wir fangen jetzt mit einer Folge an, der 3 Fragezeichen, die sehr umstritten ist. Nein, sie ist nicht kaputt. Sie ist nur original eingepackt, wie ihr seht. Die möchte ich gleich mit euch zusammen auspacken. Das werde ich sicherlich nicht bei jedem Mal tun, weil dazu reicht mein Geldbeutel nicht. Wenn ich mal ein oder andere mal gebraucht finde, also wundert euch nicht, ich packe hier nicht automatisch immer jede Folge aus. Aber ich dachte, das machen wir mal eben zusammen. Ist auch immer ein schöner Moment, finde ich, wenn man mal die frische neue Ware auspacken darf. Und man hat sich da so drauf gefreut. Alleine der Geruch davon, ich finde das immer sehr angenehm, neue Sachen, das ist genauso wie mit Büchern, das auszupacken. Also ich habe immer lieber neue Sachen gekauft als gebrauchte, alleine schon wegen dem Geruch. So, wie mache ich das am besten, dass ihr sehen könnt, weil das Handy halte ich ja in der Hand und ich hier gleichzeitig nichts demoliere. Habt ihr das schon mal gemacht mit einer Hand? Ich nicht. Aber wir fangen einfach mal an. Ihr müsst jetzt wieder mit mir leiden. Ich bin hier ganz vorsichtig, will auch nichts großartig kaputt machen. Ich will natürlich die Folie aufhaben. Ja, man muss nett zu seinen Sachen sein. Dann halten sie lange. Habt ihr ja auch früher immer sorgfältig die Verpackung aufgemacht? Oder als ihr Kinder wart, die einfach aufgerissen und es war euch egal? Also als Kind muss ich ehrlich sagen, ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Deswegen fange ich jetzt das Sammeln neu an von neuen Sachen. Weil viele Sachen, die ich hatte, teilweise habe ich die verschenkt, verkauft, was der Geier, die waren nicht mehr so, dass man die jetzt jemandem zeigen konnte. Das machen ja Fans ganz gerne. Entschuldigung, ich schnurre jetzt ein bisschen, aber wie ihr seht, original verpackt gewesen. Man kann einfach den Leuten das besser zeigen, wenn man da ein bisschen sorgfältiger mit umgegangen ist. Und das habe ich leider in der Vergangenheit nicht getan. Dafür möchte ich mich herzlich entschuldigen, aber in Zukunft werde ich die Sache mehr wertschätzen. So, wie ihr seht, ne, ich habe hier ein paar Sachen mehr. Wir können auch gerne mal über das ein oder andere Thema besprechen. Hier zum Beispiel John Sinclair. Die Box, die haben wir schon besprochen. Den Grabstein, der ebnisch ist. Und jetzt tun wir das halt mit den 3 Fragezeichen und die verlorene Zeit. Zeige ich noch mal jetzt ohne Verpackung von beiden Seiten. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen und lesen. Entführung auf den Schrottplatz, das klingt hier schon mal sehr interessant. Ihr müsst mich verbessern mit den Namen, wenn ich die falsch ausspreche. Ich habe leider eine Wortfindungsstörung. Das möchte ich mal so kundtun. Also seid nett zu mir, wenn ich mal was nicht richtig ausspreche. Aber schreibt gerne in den Kommentaren drunter. Ich versuche mich beim nächsten Mal dann zu verbessern. Also, Arnold Gastrow beauftragt die 3 Fragezeichen gerade mit einem Fall, als er von ihren Augen entführt wird. Ja, da kann ich mich dunkel dran erinnern, an das Hörspiel. Da sind die auf dem Schrottplatz und der wird irgendwie überfallen. Die Jungs können nicht mehr rechtzeitig das verhindern und dann hinterlässt er, glaube ich, irgendwie eine Nummer. Und dann müssen die Jungs ermitteln. Und das ausgerechnet von seiner eigenen Familie. Auch seine eigene Familie sogar. Okay, seine eigene Familie entführt ihren eigenen, was ist das, Sohn, Bruder? Naja. Sie beschuldigt ihn, ein wertvolles Gemälde gestohlen zu haben, das seit langer Zeit in ihrem Besitz ist. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ich meine, das Bild war sogar in irgendein Tresor verschlossen. Und die haben das geknackt oder das wurde geknackt und jedenfalls das Bild ist weg. Das seit längerer Zeit in ihrem Besitz ist, genau. Können die 3 Detektive ihren Auftraggeber finden und seine Unschuld beweisen? Justus, Peter und Bob dürfen keine Zeit verlieren. Ah, das ist doch eine andere Folge, wie ich das im Sinn hatte. Das ist eine andere Folge, merke ich gerade. Ich hatte im Kopf eine ganz andere Folge. Wir hatten noch mal eine Folge gehabt auch mit der Zeit irgendwie und die war offen. Das ist, glaube ich, hier bei der Folge nicht der Fall. Ah, okay. Tobias, du hast wieder was gelernt und ihr hoffentlich mit mir zusammen. Die Folge, die hat ein Ende. Ja, dann würde ich mich freuen. Ich glaube, die höre ich heute Abend zuerst. Und da gucken wir es noch mal von innen rein.
Wir haben natürlich die CD und wir haben hier noch so ein Innencover. Da kann man auch schon gleich sehen, die nächste Folge, die angekündigt ist. Und dann kann man das hier hoffentlich nochmal rausmachen. Ja, Tobias, sei lieb zu deinen Sachen, dann halten sie länger. Na komm, Tobias, in einer Hand ist auch nicht schwer. Ach, ihr verzeiht mir das, oder? Ihr verzeiht mir das nicht, ne? Wenn ihr das seht. Oh, ihr müsstet mir das verzeihen. Eine Hand ist schwer. Ich muss mir, glaube ich, eine andere Kamera besorgen, nicht nur das Handy nehmen. So, jedenfalls, das habe ich jetzt rausgeholt. Ich meine, wenn man das jetzt so sieht, oben mit der Sanduhr, sieht das ebenisch aus, ne? Und wenn wir jetzt mal von innen reingucken, okay, da sind die nächsten Folgen oder Bücher, die angepriesen worden sind, die wahrscheinlich schon erschienen sind und die noch kommen. Ja, das ist klasse. Die werden wir uns bestimmt bei Gelegenheit auch mal zusammen angucken. Und wenn ich sie gehört habe, vielleicht melde ich mich nochmal dazu und werde nochmal ein Voting abgeben, habe ich mir gerade überlegt, zu den einzelnen Folgen. Weil ich habe ja früher am liebsten immer gerne Ameisenmensch gehört. Ich fand ja immer, die Folge war perfekt abgeschlossen. Und ich muss dazu sagen, das war schon immer meine Lieblingsfolge, obwohl andere das nicht so sehen in Fanumfragen. Kann ich immer nicht verstehen, aber ich finde, die Folge ist perfekt von A bis Z und gut abgeschlossen. Und das ist immer meine Nummer 1 gewesen. Und dann machen wir doch mal einfach, wenn wir mal alle durchgehört haben, welche Folge wir am besten finden, vielleicht stimmen wir darüber ab oder ich sage euch auf jeden Fall, welche Folge ich am liebsten mag, machen wir das zusammen. Ich würde sagen, ich melde mich auch nochmal, wenn ich die Folge durchgehört habe und meine Erinnerungslücken ein bisschen geschlossen habe. Aber ihr könnt mir natürlich ordentlich kommentieren in den Kommentaren. Ihr könnt sagen, wo ich mich getäuscht oder geirrt habe. Und Kritik und Lob ist immer willkommen. Und dann sprechen wir einfach beim nächsten Mal drüber. Und vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, die ihr mir sagen könnt in den Kommentaren, die ich eurer Meinung nach besser machen kann. Musik anzuspielen bei den drei Fragezeichen, wenn man es bei YouTube rausbringt, muss man ganz klar sagen, da haben wir so ein GEMA-Problem. Da weiß ich nicht, inwiefern wir da vielleicht anteilig ein bisschen was einspielen können, ohne dass das Video gelöscht wird oder zensiert wird. Ihr wisst, YouTube ist da ein bisschen kompliziert. Ja, ansonsten lasst ein Like da, abonniert ganz gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir finden bestimmt das ein oder andere Schmuckstückchen noch, wo wir was drüber erzählen können. Ja, und dann einfach sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.